und Bilder schaffen in Zunft. Bevor ich großartig anfange, wollte ich fragen, bin ich auch hinten gut zu verstehen? Vorne auch. Bestens! Denn dies ist auch mein erster Auftritt hier in der Walhall, der auf Erden errichteten Halle der Asen, Odins, der Halle der gefallenen Krieger. Und so wie es bei uns Nordleuten früher üblich war, möchte ich euch beim Essen unterhalten mit einer Weisheit aus dem hohen Norden. Die Walhall ist Odins Halle und somit will ich euch erbauen mit einer Geschichte über Odins Weisheit. Denn es begab sich, dass drei Krieger bei Mahle zusammensaßen und tranken und feierten. Und doch gerieten sie in Streit. Es ging darum, welches wohl die edelste von allen Waffen ist, die ein Krieger führen kann. Und der Erste sprach: Ich sage, es ist der Speer. Der Speer ist es, der die Schlacht anführt. Er wird auf den Feind geworfen und er trifft als Erstes. Der Speer ist es, der den Krieg eröffnet. Und hat nicht selbst Odin Wallvater mit Gungnir, seinem magischen Speer, den Speer zur höchsten aller Waffen gekürt? Die anderen beiden Krieger saßen und überlegten. Da stand der Zweite auf und sprach: Deine Worte habe ich vernommen. Doch wohl, ich sage, die Axt ist die Waffe, die eines Kriegers geziemt. Der Helmwolf, du wirfst deinen Speer auf den Gegner und auf 20, 30 Schritt fällt er um. Es ist keine Gefahr für dich. Doch ich mit meiner Axt muss an den Feind heran, muss mit ihm streiten, muss mich mit ihm messen und ihn niederringen, ihn zu Boden werfen und ihm zeigen, dass ich stärker bin. Die Axt ist wahrlich die Waffe eines Kriegers würdig, die edelste von allen. Denn die Axt zwingt den Krieger zum wahren Streite mit dem Feind. Und wieder schwiegen die anderen beiden. Doch schließlich stand der dritte Krieger auf. Und er sprach: Speer, Axt, was höre ich da? Den Speer nehme ich für die Wildschweinjagd. Die Axt, die nehme ich zum Holzfällen. Das sind doch keine Waffen. Die echte Waffe eines Kriegers, das ist das Schwert. Das ist das Instrument eines Kriegers. Damit lässt sich nur eines machen: kämpfen. Kein Handwerk, keine Saujagd, kein Viehtreiben. Nein, kämpfen kann man mit dem Schwert und sonst nichts. Und haben die Asen selbst nicht alle auch neben anderen Waffen immer ein Schwert bei sich? Heimdall der Wächter, Tyr der Kriegsgott, Odin Wallvater, Baldur, sie alle tragen Schwerter. Also sage ich, das Schwert ist die Waffe, die eines Kriegers geziemt. Die anderen beiden wussten nichts darauf zu entgegnen. Doch wie der Krieger mit dem Schwert dastand, siegessicher den Streit gewonnen zu haben, da gesellte sich ein verhüllter alter Mann zu ihnen, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Sie fragten: Alter, wer bist du und was willst du hier bei uns am Tisch, wo Krieger sprechen? Und er sprach: Mein Name ist Bewerker. Und wohl vernommen habe ich eure Worte. Laut genug waren sie. Aber ihr alle drei seid fehl. Ich möchte euch sagen, welches die Waffe ist, die edelste ist unter allen und den Krieger ziert und ihn erhebt über den einfachen Bauern. Es ist der Verstand, den ihr euer eigen nennt. Eine Waffe kann ausgetauscht werden. Es gibt starke Arme, es gibt schwache Arme. Es gibt breite Krieger, es gibt dünnere Krieger. Aber jeder Krieger, der lebt, jeder Krieger, der erfolgreich ist, hat einen Verstand, den er benutzt.
Nehmt doch euren Speer, eure Axt, euer Schwert, stürmt blindlings vor in der Schlacht. Und ihr werdet fallen, nicht ehrenhaft, sondern eure Feinde werden lachen über euch. Und der Verstand ist es auch, der dem Krieger sagt, wann er die Waffe zu rühren hat und wann die Waffe zu ruhen hat. Und so viel Weisheit sprach aus den Worten des Alten, dass da die Krieger ihn erkannten. Es war Odin selbst, der zu ihnen getreten war, um sie daran zu erinnern und zu gemahnen, dass es der Geist ist, der Kopf, der kluge Gedanke des Kriegers, der ihn überleben lässt und ihn viele Schlachten schlagen lässt, bis es für den wahren Krieger irgendwann auch an der Zeit ist, einzukehren in die Walhall. Thank you.